Kaninchen, Affen, Hunde und Mäuse, die sind nicht nur süß, sondern müssen immer wieder für Tierversuche herhalten. Rund 2,4 Millionen Tiere werden pro Jahr in Deutschland für die Wissenschaft eingesetzt, zum Beispiel für Grundlagenforschung und Medikamentenentwicklung. Es ist ein Spagat zwischen Tierwohl und dem Nutzen für uns Menschen. Caroline Walter ist Investigativjournalistin beim NDR. Zusammen mit ihrer Kollegin Katrin Kampling hat sie ein Jahr lang dazu recherchiert und versucht herauszufinden, geht's auch anders? Könnten wir einfach auf Tierversuche verzichten? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Zu Hause in der ARD-Audiothek. Ich bin Benedikt Strunz und mich hört ihr immer dann, wenn Viktoria gerade nicht hier sein kann. In diesem Fall aber nur ganz, ganz kurz, denn das Gespräch mit Caroline, das hat Viktoria selbst geführt. Weiter geht's also mit ihr und heute ist Montag, der 11. März. Hallo Caroline. Hallo Viktoria. Wir lernen, wie so oft, am Anfang einer 11KM-Folge jemanden kennen. Aber diesmal ist es kein Mensch. Caro, um wen geht's? Es geht um den Laborhund Emerson, der 5 Jahre im Tierversuchslabor verbracht hat. Und er durfte im letzten Jahr die ersten Schritte in die Freiheit machen. Und dabei haben wir ihn begleitet. Na, dann lauf mal. Überlegen, was ist Laufen, gell? Was ist denn Emerson für ein Hund? Welche Rasse ist das? Wie sieht er aus? Emerson ist ein Beagle-Hund und das sind eigentlich total gutmütige, freundliche Tiere. Die lassen eigentlich alles mit sich machen und deshalb wird vor allem diese Rasse eben für Tierversuche benutzt. Die sind doch, glaube ich, auch ziemlich quirlig, so, oder? Ja, Beagle-Hunde, die wollen schnüffeln und die Welt da draußen entdecken. Und Emerson hat 5 Jahre in einem Versuchslabor verbracht, wo er einfach gelebt hat zwischen kahlen Laborwänden und ja, viele Versuche über sich ergehen lassen musste. Und das hat man auch gemerkt, als er entlassen wurde. Er war unglaublich ängstlich. Der ist sowas von durch den Wind. Er hat auch den Schwanz sehr eingezogen, ne? Richtig. Der ist unsicher. Er ist vor uns Menschen geflüchtet und ja, das hat ganz lange gedauert, bis man ihn überhaupt streicheln konnte und bis er so ein bisschen sozusagen Vertrauen hatte. Woher kommt das? Was ist mit Emerson passiert? Niemand weiß, welche Versuche an ihnen gemacht werden. Also das ist wirklich ja, eine Blackbox. Das wird auch nicht den neuen Familien mitgeteilt. Aber ihr habt euch ja auf die Suche gemacht. Wie ging das los, eure Recherche danach, was er erlebt hat? Das ist sehr schwierig, weil diese Vereine, die diese Laborhunde retten, denen wird nicht gesagt, welche Versuche gemacht wurden. Das heißt, das ist eine ganz verschwiegene Szene. Und es ist ganz, ganz schwierig, eben da reinzukommen. Kein Labor, das mit Hunden Versuche macht, hat uns reingelassen. Also nicht einmal ohne Kamera durften wir rein. Also so ein bisschen kann man das, glaube ich, verstehen, dass Tierversuche einfach ein schwieriges, auch emotionales Thema ist, dass die Leute da, glaube ich, wahrscheinlich nie so gerne mit assoziiert werden möchten. Aber habt ihr es denn dann geschafft, mit irgendjemandem mal in Kontakt zu kommen? Also es war ganz schwierig herauszufinden, wo überhaupt Versuche an Hunden stattfinden. Und wir sind dann in wissenschaftliche Datenbanken gegangen und haben Studien gefunden. Und über diese Studien sind wir dann auf Labore gestoßen. Und da war ein Labor in Bayern darunter. Da sind wir dann auch hingefahren und haben uns das angeguckt. Ist direkt neben dem Baumarkt, Wand an Wand. Und in diesem Ort wusste eigentlich niemand, dass da auch Versuche an Hunden stattfinden. Also das fand ich auch sehr erstaunlich. Obwohl man die Hunde hört, wird das anscheinend nicht mit Tierversuchen in Verbindung gebracht. Also vor Ort bist du nicht wirklich weitergekommen. Aber du hast ja gerade gesagt, ihr habt wissenschaftliche Datenbanken mit Studien durchforstet. Auch wenn das jetzt explizit wird, was konkret sind das für Tests, die an den Hunden durchgeführt werden? Da sind wir auf Studien gestoßen, da ging es um zahnmedizinische Experimente an Hunden. Da ging es um Implantate, die man denen eingepflanzt hat. Vorher hat man alle Zähne gezogen, Entzündungen ausgelöst oder mal einen Rinderknochen eingepflanzt, um zu sehen, was dann passiert. Und am Ende dieser Studien, das waren wirklich mehrere, wurden die Hunde alle getötet.
dann sind wir auf Versuche gestoßen, sogenannte Giftigkeitsstudien. Arzneimittel und Chemikalien müssen noch für die Zulassung Tierversuche vorlegen. Und diese Giftigkeitstests, die werden eben nicht nur an Mäusen, Ratten, Kaninchen durchgeführt, sondern eben auch an Hunden. Also die neuesten Zahlen aus dem Jahr 2022, da sprechen wir von 2,4 Millionen Versuchstieren in Deutschland. Und Hunde machen einen kleinen Teil aus, das sind circa 2.800, die für Versuche benutzt werden. Aber sie werden auch für die wirklich schwerst belastenden Versuche herangezogen, für sogenannte Giftigkeitstests, die fast immer tödlich enden. Und wie wird das gemacht? Wie geht man da vor? Das läuft dann so ab, dass die Dosis so einer Substanz immer weiter erhöht wird, bis Schäden auftreten. Also man hat dann in diesen Studien gelesen, dass die Hunde sich blutig erbrochen haben, blutigen Stuhl hatten. Also dass es ihnen richtig, richtig schlecht ging. Und am Ende, man nennt das auch finale Experimente, werden die Tiere alle getötet, um eben deren Organe zu untersuchen. Klar, das ist natürlich hart zu hören, ne? Dass Tiere sterben oder Schmerzen haben. Aber Tierversuche werden ja nicht gemacht, um Tiere zu quälen. Lass uns da nochmal drüber sprechen. Wozu brauchen wir in der Medizin diese Tierversuche? Ich glaube, das ist ein sehr umstrittenes und auch sehr emotionales Thema. Und da gibt es verschiedene Gruppen, die sozusagen begründen, warum Tierversuche noch unbedingt notwendig seien. Also wir haben eben einmal die Tierversuche, die zum Beispiel Pharmafirmen immer machen müssen, weil sie von den Behörden verlangt werden. Also eben für die Zulassung von Arzneimitteln oder Chemikalien. So, das ist der eine Bereich. Und dann gibt es den sehr großen Bereich der sogenannten Grundlagenforschung. Und diese benutzt tatsächlich die meisten Versuchstiere. Also im Jahr 2022 waren das über 900.000 Versuchstiere allein in dieser Grundlagenforschung. Und kannst du nochmal sagen, was das dann genau heißt, Grundlagenforschung in dem Fall? Was sind das für Bereiche, was wird da gemacht? Ja, das ist interessant, weil wir haben von den Grundlagenforschenden erfahren, das Ziel dieser Grundlagenforschung ist gar nicht primär der Nutzen für den Menschen am Ende, um dann zu einer Therapie zu führen oder zu einem Medikament für den Menschen, sondern man will allgemeine biologische, physiologische Prozesse verstehen und das eben erforschen an Tieren. Also es geht auch zum Beispiel um die Entstehung von Krebs, aber eben nicht mit dem Ziel, eine Therapie daraus zu entwickeln oder Erkenntnisse zu gewinnen, die dann wirklich konkret umgesetzt werden können in eine Arzneimittelentwicklung. Und Tierschutzorganisationen, die kritisieren eben und sagen, also weil eben diese Forschung keinen konkreten Nutzen als Ziel hat, ist es sozusagen nicht gerechtfertigt, so viele Tiere dafür zu benutzen. Also da ist tatsächlich so eine Debatte im Gange, wie viel will man Tieren zumuten und für welchen Nutzen. Okay, ich habe so im Kopf, es gibt Tierversuche und das ist natürlich irgendwie erstmal schwierig auszuhalten, wenn man sich das vorstellt, aber ich dachte immer, es muss die Tierversuche geben, weil es keine andere Alternative gibt, oder? Also wir haben Professor Brigitte Vollmar getroffen und sie leitet die zentrale Versuchstierhaltung der Universitätsmedizin Rostock. Und sie war auch die Einzige, die uns die Tür geöffnet hat und einen Mausversuch gezeigt hat. Wir betreten jetzt hier einen gentechnischen Sicherheitsbereich nach Sicherheitsstufe 1. Und sie hat uns erklärt, warum aus ihrer Sicht Tierversuche noch unbedingt notwendig wären in dieser Grundlagenforschung. Und sie argumentiert eben damit, dass sie sagt, also die Tiere würden einen vollständigen Organismus repräsentieren. Um diese komplexe Interaktion von einer beispielsweise Tumorerkrankung zu verstehen, bedarf es eines komplexen, lebendigen Organismus. Diese Komplexität, die könne man eben mit den Alternativmethoden noch nicht abbilden. Ich habe ihr dann auch gesagt, naja, aber ist der Tierversuch nach all den Jahrzehnten nicht an seine Grenzen gekommen, weil man bei vielen Krankheiten eben noch nicht weiter ist, weil man eben vieles noch nicht versteht, obwohl man seit Jahrzehnten den Tierversuche durchführt? Der Tierversuch ist nicht an seine Grenzen gekommen. Wir entwickeln immer bessere Technologien. Wir entwickeln auch, wo notwendig,
stetig immer bessere Modelle. Kein Wissenschaftler macht Tierversuche freiwillig. Er macht sie lediglich basierend auf seiner Überzeugung, dass sie unverzichtbar sind, solange eben nicht entsprechende tierfreie Alternativmethoden gibt. Aber das heißt, gibt es denn überhaupt eine Alternative zu Tierversuchen und Menschenversuchen, die wir natürlich nicht machen wollen? Es geht ja nie um Menschenversuche, also dass man etwas gleich an Menschen testet. Es wird immer etwas dazwischen geschaltet sein. So. Und im Moment ist es so, dass man eben in der Forschung sehr, sehr weit schon ist bei alternativen Methoden. Also wir sprechen hier von künstlicher Intelligenz, von Computersimulationsmodellen, aber eben auch von Multiorgan-Chips. Und das ist wirklich etwas, was sehr große Hoffnung macht. Aber das ist nicht Science-Fiction, sondern das ist einfach schon vorhanden als Technologie. Okay, da müssen wir, glaube ich, jetzt einmal kurz klären. Was sind Multiorgan-Chips? Also Multi-Organ-Chips muss man sich vorstellen, die nennen das auch Human-on-a-Chip-Technologie-Plattform. Also da ist wirklich so ein halber Mensch auf einen kreditkartengroßen Kunststoffchip gebannt. Also man sieht darauf dann so einzelne Kammern und in diesen einzelnen Kammern sind aus Stammzellen, menschlichen Stammzellen gezüchtete Organmodelle. Also Darm, Niere, Leber, sogar Gehirn. So, und diese Kammern und diese Organe sind miteinander verbunden durch feine Kanäle. Wow, das klingt für mich total wie Science-Fiction. Das gibt's schon. Das gibt's schon. Und wenn man das mal in den Händen hält, so ein Multi-Organ-Chip, das ist absolut beeindruckend, weil du siehst dann diese ganzen Schläuche, dann führen die in irgendeine Steuerungseinheit. Und dann haben sie mir unter dem Mikroskop eben auch gezeigt, so ein Darmmodell. So klein ist das, dass man das gar nicht, also das muss man unter dem Mikroskop angucken. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann diesen Zellklumpen siehst unter dem Mikroskop und denkst, okay, das ist jetzt ein Darmmodell und der kann sozusagen dann genau sagen, wie ein Medikament auf den Darm wirkt und wie es dort verstoffwechselt wird. Aber also nur damit ich das richtig verstehe, also sind das ganz kleine Organe oder sind das quasi nur die Zellen? Sehen die dann auch aus wie ein Herz oder wie ein Darm? Nee, das muss man sich vorstellen wie so ein Zellklumpen. Und die Forschenden, die gehen eben davon aus, dass ein kleiner Teil eines Organs funktioniert wie das gesamte Organ. Und deshalb kann man eben auch nur einen Teil eines Organs nutzen, um bestimmte Dinge zu testen. Und was man eben in diesen Kreislauf einbringen kann, und da wird es eben spannend, sind Medikamente, Chemikalien. Und man kann dann genau sehen, was passiert dann, wenn dieses Medikament, dieser Wirkstoff da reingegeben wird. Also verursacht es Schäden. Man kann Blutproben nehmen, man kann Urinproben nehmen von diesen Chips und kann daraus natürlich schließen, ist so ein Medikament, so eine Substanz, ist die giftig, was richtet die in den Organen an? Wow, also ich bin echt beeindruckt, um nicht zu sagen baff, dass es das gibt. Und inwiefern wird das schon angewandt? Also ich hatte davon noch nicht gehört. Ist es noch so eine Nischensache oder ist es schon total normal? Nein, das ist keine Nischensache. Es gibt da auch schon Studien von amerikanischen Firmen, die gezeigt haben, dass diese Multi-Organ-Chips sogar besser eine Leberschädigung von Medikamenten voraussagen konnten als der Tierversuch. Also wir haben auch mit Forschern aus der Pharmaindustrie gesprochen und die haben uns gesagt, sie benutzen diese Multi-Organ-Chips schon intern, um herauszufinden, ob ein Wirkstoff, eine Substanz überhaupt als Arzneimittelkandidat in Frage kommt. Also das läuft sozusagen schon ohne Tierversuche. Und wenn du jetzt sagst intern, dann heißt es, bei der Entwicklung von etwas nutzen die das, aber dann brauchen sie noch Tierversuche für die Zulassung? Genau. Also die Behörden müssen diese Alternativmethoden, sei es Multi-Organ-Chips oder es gibt zum Beispiel auch 3D-Organmodelle, die müssen die zertifizieren, also anerkennen als Standard. Und dann können die auch breit eingesetzt werden. Aber im Moment ist es so, dass sich keiner so wirklich zuständig fühlt, dass es keine, wie sagte ein Behördenvertreter, keine kompetente Institution gibt, eine Struktur. Es gibt nicht das entsprechende Personal
Und entscheidend, es fehlen finanzielle Mittel. Da muss ganz viel investiert werden, um diese Alternativmethoden voranzubringen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das total teuer ist. Ich sag mal so, der Witz ist, dass Forscher aus der Industrie uns gesagt haben, sie können mit diesen Alternativmethoden und hoffen das auch, schneller und günstiger Medikamente entwickeln. Aber was eben erstmal Geld kostet, ist die Zertifizierung dieser Methoden und diese Anerkennung, also die auf den Weg zu bringen, dass sie wirklich als Standard eingesetzt werden. Noch ist das ja aber nicht so weit. Wie läuft das denn jetzt ab? Also wer in Deutschland entscheidet, was für einen Tierversuch gemacht werden muss? Also Tierversuche müssen in Deutschland genehmigt werden und sie werden geprüft von einer sogenannten Tierversuchskommission. Und in dieser Kommission sitzen 6 bis 8 ehrenamtliche Mitglieder, die prüfen also dann so einen Antrag, geben eine Empfehlung ab und dann entscheidet die Behörde in dem jeweiligen Bundesland, ob sie diesen Antrag eben des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin genehmigt. Wer sitzt denn da drin in diesen Kommissionen? Wer macht das denn? Also es ist so, dass eigentlich gesetzlich geregelt ist, mindestens 1/3 sollen Vertreter aus Tierschutzorganisationen sein. So, und die gelebte Praxis ist in vielen Tierversuchskommissionen so, dass da eben überwiegend Mitglieder in diesen Kommissionen sitzen, die direkt oder indirekt im Bereich Tierversuche tätig sind. Und das hat auch dazu geführt, dass sich so manche Tierschutzorganisation aus diesen Kommissionen zurückgezogen hat, weil sie gesagt haben, wir haben da eh nur eine Alibi-Funktion. Wir sind in der Minderheit, wir können da eh an einer Entscheidung wenig rütteln und unsere Einwände werden da auch nicht wirklich ernst genommen. Es ist ja nur eine Empfehlung, die an die Behörde gegeben wird. Also nicht bindend. Worauf kommt es an, dass so ein Antrag durchgeht? Also ein Tierversuch muss als unerlässlich gesehen werden. Und uns haben Insider aus den Tierversuchskommissionen gesagt, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die finden eine Formulierung, dass der Versuch unerlässlich ist, dass er unbedingt gemacht werden muss. Und das ist schon schwer dann zu entscheiden, ob das nicht der Fall ist. So. Wir haben 100 Seiten zugespielt bekommen, solche Tierversuchsanträge. Also wir haben einen sehr, sehr tiefen Einblick in diese ganze Genehmigungspraxis bekommen. Und es war schon erschreckend, welche Versuche da genehmigt werden. Also selbst wenn bei einem Versuch Kommissionsmitglieder wirklich gesagt haben, wir sehen da keinen legitimen Zweck in diesem Versuch, dann wurde er trotzdem von der Behörde genehmigt. Es werden fast alle Tierversuchsanträge genehmigt. Wir haben uns dann die Mühe gemacht, mal alle Behörden abzufragen nach den Genehmigungszahlen und konnten das dann auch untermauern. Also wir sind im Schnitt auf 95% gekommen, die da genehmigt werden an Versuchsanträgen. Also, dass da viele der Anträge genehmigt werden, darüber würde ich mich jetzt noch gar nicht so sehr wundern. Schließlich sind das ja wirklich aufwendige, langwierige Verfahren und die Wissenschaftlerinnen müssen da ja auch viele Informationen beilegen, bevor sowas genehmigt wird. Die Kernfrage ist für mich, wie läuft der Genehmigungsprozess dann ab? Ihr habt ja mit Leuten gesprochen, die in diesen Kommissionen drin sitzen. Was haben die euch erzählt? Ja, also wir hatten ja eine Kronzeugin, die wirklich so mutig war, offen vor die Kamera zu gehen. Also wir haben mit vielen aktiven und ehemaligen Mitgliedern dieser Tierversuchskommission gesprochen, aber die trauten sich alle nicht offen darüber zu reden. Und die Tierärztin Dr. Kirsten Tönjes hat gesagt, man muss das öffentlich machen. Ich habe das alles über Jahre, über Jahrzehnte mitbekommen. Meine Verzweiflung ist so groß, dass ich das hier in der Öffentlichkeit sage, weil sie können dieses System von innen nicht renovieren. Und sie ist eben ehrenamtliches Mitglied einer Tierversuchskommission bis vor kurzem gewesen und hat sozusagen diese Tierversuchsanträge zur Prüfung dann eben auch vorgelegt bekommen. Und sie hat die Tierschutzseite vertreten. Also sie hat das Gefühl, diese Kommissionen funktionieren nicht richtig als Kontrollinstanz. Genau, das war der Eindruck von ihr und auch von vielen Insidern aus diesen Kommissionen. Und du hast gesagt, sie war lange in so einer Kommission, ist es aber jetzt nicht mehr. Ja, sie wurde nicht mehr berufen. Auch andere Tierschutzvertreter wurden nicht mehr berufen in diese Kommission. Und sie vermuten, dass es eben damit zusammenhängt, dass sie ja die Versuchsanträge immer wieder kritisch hinterfragt hätten und eben auch manche Versuchsanträge abgelehnt hätten.
Gab es dafür denn eine offizielle Begründung von der Behörde? Denn die Behörden in den einzelnen Bundesländern entscheiden ja darüber, wie die Kommissionen besetzt sind. Nein, es wurde gesagt, man hätte Mitglieder gewählt, die alle fachlich eben Ahnung hätten und diese komplizierten Versuche beurteilen könnten. Aber das waren jetzt Leute, die nicht mehr berufen wurden in diese Kommission. Die hatten ja diese fachliche Expertise und haben ja über viele, viele Jahre auch diese Tierversuchsanträge geprüft. Es ist so ein geschickter Lobbyarbeit, die da stattfindet. Da muss von außen rangegangen werden. Sie hat den Eindruck, dass da eine Lobbyarbeit betrieben wird, die sozusagen sehr an dem Tierversuch hängt, ihn verteidigt. Und da müsste man viel mehr Aufklärung darüber schaffen, um dann auch wirklich Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Und was heißt das in dem Fall, Lobbyarbeit? Na, es gibt eine starke Gruppe von Forschenden und die verteidigen vehement Tierversuche. Und die sagen eben, Tierversuche sind noch auf unabsehbare Zeit unerlässlich. Und das ist eben interessant, wenn man dann mit Forschern aus der Pharmaindustrie spricht und die sagen, naja, diese tierversuchsfreien Methoden, die eröffnen uns aber ganz neue Perspektiven. Wir zoomen jetzt noch mal so ein bisschen raus. Wie ist denn eigentlich politisch der aktuelle Stand der Dinge in Deutschland? Gibt es überhaupt Bestrebungen, Tierversuche zu reduzieren? Es gibt im Moment die Bestrebung, Tierversuche zu reduzieren. Dazu muss man sagen, dass jetzt jahrelang überhaupt nichts passiert ist. Und jetzt rückt es so langsam in den Fokus der Politik. Aber es wird eben wenig noch gemacht. Und gerade die derzeitige Regierung, da gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Also die FDP findet, es ist alles prima geregelt und es muss nicht strenger geregelt werden. Die Grünen würden gerne mehr machen, mehr auch investieren an Geldern. Die SPD sagt, ja, wir wollen die Reduzierung der Tierversuche vorantreiben. Aber wie genau das aussehen soll, dazu wird eben auch noch nichts vorgelegt. Also man hat jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet und die soll eine Strategie entwickeln, wie man Tierversuche reduzieren könnte. Und dafür hat man so knapp 2 Millionen zur Verfügung gestellt. Bei so Summen muss man ja immer fragen, auch wenn die nach viel klingen, wie viel ist das dafür? Ist es viel oder wenig? Das ist wenig. Also wenn man sich im Vergleich anschaut, was in den USA in diese Alternativmethoden, tierversuchsfreien Methoden investiert wird. Also wir haben mit einem Vertreter der mächtigen amerikanischen Gesundheitsbehörde gesprochen und er hat gesagt, dass sie hunderte Millionen in diese neuen Technologien stecken, allein seine Behörde. Und dann guckt man sich an, was in Deutschland passiert. Also dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und diese ganze Anerkennung dieser tierversuchsfreien Methoden, dafür müsste man eben sehr viel finanzielles Engagement zeigen und auch wirklich ja einen Plan entwickeln. Und das sehen die Experten, mit denen wir gesprochen haben und die Alternativforschenden, das sehen die nicht im Moment. Jetzt haben wir schon eben gelernt, zumindest muss ja jeder Tierversuch in Deutschland beantragt werden und von einer Kommission genehmigt werden. Wie genau wird denn die Einhaltung kontrolliert von dieser Versuchsanordnung? Eigentlich müssen die Behörden kontrollieren, was da genehmigt wurde und ob es genauso durchgeführt wird. Und wir haben mal alle Bundesländer angefragt und wollten wissen, welche Verstöße haben sie festgestellt. So, und was aber wirklich erschreckend war, da geht es um Versuche, die wirklich illegal sind, also nicht genehmigt waren. Da wurde dann die Tierzahl erhöht oder dann wurde das Verfahren geändert, das man da angewandt hat bei der Narkose. Wenn man sich dann anguckt, wie diese Verstöße geahndet werden, also das ist absolut lasch. Das sind geringe Bußgelder, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Meistens wird es eingestellt, das Verfahren, oder dann wird eine Verwarnung erteilt. Und da waren dann wirklich Verstöße drunter, wie dass die Schmerzausschaltung bei den Tieren nicht wirklich ausreichend vorgenommen wurde. Und da fragt man sich dann schon, ob diese Sanktionen dafür eigentlich ausreichen, wenn man dann nur ein Bußgeld verhängt von 500 Euro oder eine Verwarnung ausspricht. Also scheinen deutsche Behörden dann nicht so hinterher zu sein. Aber was meinst du, wo steht Deutschland insgesamt, wenn es darum geht, eine Lösung für Tierversuche zu finden oder Alternativmethoden?
Ich glaube, dass in Deutschland, das haben uns viele gesagt, mit denen wir gesprochen haben, zu wenig passiert. Also, dass wir tatsächlich hinterherhinken. Und Deutschland könnte eine Vorreiterrolle auch international einnehmen, um diese Methoden voranzubringen, macht es aber nicht. Also andere Länder in Europa haben wenigstens schon mal Strategien entwickelt, die müssen sie jetzt umsetzen. Caroline, jetzt habt ihr euch das so lange angeschaut, ihr habt über ein Jahr dazu recherchiert. Was meinst du denn jetzt? Was müsste denn passieren, dass sich was ändert? Ich glaube, es muss viel mehr aufgeklärt werden. Und was tatsächlich fehlt, ist eine breite gesellschaftliche Debatte über Tierversuche. Was akzeptieren wir und für welchen Nutzen? Und das fand bisher überhaupt nicht statt. Also die meisten, mit denen wir gesprochen haben in diesem ganzen Jahr, die wussten weder, dass in diesem Ausmaß noch Tierversuche stattfinden. An Hunden wussten sie schon gar nicht. Und über Alternativmethoden ist eigentlich auch nichts in der Öffentlichkeit bekannt. Also selbst mir war das neu, obwohl ich ja viel im Bereich Gesundheit schon recherchiert habe. Also in den USA gab es eine sehr große Debatte. Und zwar wurden da Missstände in einer Zuchtfarm für Laborhunde aufgedeckt. Und das hat tatsächlich in den USA eine ganz breite Diskussion ausgelöst und hat auch dazu geführt, dass es dann zu einer Reform bei der Zulassung in den USA kam. Also das hat auch in Gesetze gemündet. Und diese Alternativen, von denen du ja auch erzählt hast, diese Multi-Organ-Chips mit diesen Mini-Organen, da hast du ja auch gesagt, dass das eine gute Übertragbarkeit auf den Menschen bietet in den Experimenten, ne? Ist das richtig? Habe ich das so verstanden, dass es jetzt nicht nur ums Tierwohl geht, sondern eigentlich auch um eine bessere Forschung für Menschen? Also wo sich alle einig waren, mit denen wir gesprochen haben, war das Hauptproblem der Übertragbarkeit der Tierversuche auf den Menschen. Das ist bis heute nicht gelöst. Also viele Medikamente, die im Tier erfolgreich getestet werden, scheitern später bei der klinischen Anwendung am Menschen. Und dieses Problem ist einfach immer noch da. Und deshalb, ja, es wurde zum Beispiel Alzheimer in Ratten und Mäusen schon geheilt, bei Menschen noch nicht. So, und dieses Grundproblem der Übertragbarkeit, das hat man nicht bei diesen tierversuchsfreien Methoden, sondern man arbeitet da mit menschlichen Zellen. Auch die Pharmaindustrie sagt, das ist das Entscheidende, weil wir hier eben mit humanen Zellen arbeiten und dadurch haben wir das Problem mit der Übertragbarkeit nicht. Weißt du, was ich ja unbedingt noch wissen will, Caroline? Wie geht's denn Amazon, also dem Hund aus dem Labor, den du getroffen hast? Was ist aus dem geworden? Also Amazon hatte ja so viele Probleme am Anfang, ist ja weggelaufen bei einer Panikattacke, war 10 Tage verschwunden. Und ich habe jetzt erfahren von seiner neuen Familie, dass er sich richtig gut eingelebt hat, dass er angekommen ist, dass er sich unglaublich sicher fühlt. Wenn er noch so Angst hat, dann versteckt er sich einfach bei seiner Familie und er hat ein neues Leben, er hat eine zweite Chance bekommen. Caroline, vielen, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Danke euch. Caroline Walter hat zusammen mit Katrin Kampling ein Jahr lang zu Tierversuchen in Deutschland recherchiert. Ihre NDR-Doku Tierversuche an Hunden, das Leiden im Labor, findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christoph van der Werf, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Tschüss.